Hallo und herzlich willkommen zurück zur Linksender-Aufnahme von Let's Play Goodbye Deponia. Und wir haben hier ja Golo in der letzten Folge getötet. Sind vom Schiff geschmissen worden und sind dann in der Hölle gelandet anscheinend. Schön. Sieht gut aus. Auf jeden Fall sehr lecker. Tja. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass Gold tot ist. Nicht nur, weil ich nicht gesehen habe, weil ich ja runter zu diesen Pakettypen gehen musste. Aber es ist kein Geheimnis. Ich habe schon mal genau bis zu dieser Stelle hier gespielt. Genau bis zu dieser Stelle. Ja. Weil ich ja runter zu dem Paket musste und deswegen weiß ich ja, dass Gold jetzt tot ist. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Was bringt uns das denn? Ying. Sonst irgendwas machen. Schnabelige Eier sind hier auch nicht. Geht's hier? Nö. Soll nicht weiter. Da hat die Toilettenschüsse. Oh! Es ist ja. Merkwürdige Bodenplatte. Oh, ein Schnabeltierei. Feuerschnabeltier gefunden. Ja, da hinten kann man. Kann man das festklemmen? Ja. Festgeklemmt. Konsole. Stromumkehrer. Was für ein Stromumkehrer ist das denn? Dafür hätte ich Deponia 1 spielen müssen. Da hätte ich das lernen können. Ob das ein Dausada oder. Ich weiß nicht mehr, was es da alles für Stromumkehrer gibt. Ich weiß nur noch, dass es Stromumkehrer gibt. Aussparung. Und jetzt ist es nämlich zu und wenn man da drauf drückt, geht es nämlich auf. Halt umgekehrt. Und was ist mit der Konsole? Baseballschläger, Feuer, keine Ahnung, was das sein soll, Eis und sieht aus wie eine Stecknadel. Warte, Ei, keine Ahnung, was man hier machen muss, aber Eis würde ich irgendwie darauf setzen, aufs Blaue, eine Stecknadel, keine Ahnung, diesen komischen Kreisel, sieht aus wie Sonic, wenn er springt, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es Sonic ist. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Einfach mal hier runter. Zum Fließband. Im Kreissäge. Oh. Ach, und das ist ein Laser. Hä? Was war? Hä? Das war doch gerade das Geräusch dafür, dass ich ein Schnabeltierei aufgesammelt habe. Wo habe ich denn da ein Schnabeltierei aufgesammelt? Da, jetzt ist ja auch eine Anleitung. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestationen zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands ankommt. Aber was ist, was das jetzt noch bringen soll? Tipp gefällt. Ja, ich nehme noch einen Tipp. Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Eine feste Konsistenz bekommt er durch Eis. Das ist Feuer, da würde er aufgetaut. So, feste Konsistenz, dann zersägen wir ihn.
Dann verbrennen. Naja, dann schweißen wir ihn wieder zusammen. Wenn er zusammengeschweißt ist, soll man erst verprügeln und dann auftauen oder erst auftauen und dann verprügeln. Das kommt mir nämlich beides ziemlich sinnlos vor. Ich mach's erstmal so. Nein, nicht überspringen. Rausgehen. Auf den Knopf drücken. Zum Fließband. Erst einfrieren. Dann zerschneiden. Dann zusammenschweißen. Dann verprügeln. Oh, er ist kaputt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und jetzt ist er aus Stein. Warum kommt da ständig dieses Schnabeltiergeräusch? Ich glaube nicht, dass das so ganz richtig war. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Dann tauschen wir das mal. Wenn er zu Stein wird, wenn man ihn auftaut, dann könnte es ja sein, dass er, wenn er verprügelt wird, den Stein dann abklopft. Also so erkläre ich mir das jetzt auf jeden Fall. Ja, geben. Geh nochmal runter. Eis. Zersägen. Zusammenschweißen. Auftauen. Es ist aus Stein. Und ja, so hat es geklappt. Cool. Schrottballschläger. Dämlicher Demontageroboter. Ist ja selber schuld. Ach, das sind Demontageroboter. Cool, den kannst du mitnehmen. Da hat Rufus gerade Scheiße gesagt. Das tut man aber nicht. Hier ist ein Skelett. Licht. Licht. Okay, angucken. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Das sieht doch aber nicht aus wie die Hölle. Diese komischen Anzeigen hier. Das komische Zeug. Da hinten geht irgendwie ein Gang weiter. Sieht aus wie eine Fabrik. Außerdem das Fließband hier, ja. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Sag ich ja. Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa... Ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Ich würde es aber auch gerne wissen. Mysteriöse sechste Anzeige. Fett, Kohlenhydrate, Wasser, Mineralstoffe, Eiweiß und diese sechste Anzeige. Rufus hat schon wieder Scheiße gesagt. Ich weiß es nicht. Ah ja, 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 ziemlich interessant. Da geht's weiter. Haben wir sonst noch was? Ein Trichter. Trichter. Ach, Rufus, hör auf damit. Hier rumzufluchen, das gehört sich nicht. Hey, du! Der Sensen. Bleib doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Eine Imbissbude mit Jodsalz und Pleurofitz und Pommesbeutel und Frittenfett. Imbisswagentür. Ein Hindernis nach dem anderen. Ja, dafür müsste man erstmal hier durchkommen. Was ist das denn? Gar nichts. Oder? Oder? Ein Hängebauch. Das sah ein bisschen ekelhaft aus. Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Sag schon, es ist Feierabend! Feierabend! Nimm das! Ich wollte nur Feierabend machen. Hier reingehen. Noch ein Schnabeltierei. Erdschnabeltier gefunden. Wasser.
Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Normales Wasser. Oliven. Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Wirklich mal. Nehmen wir trotzdem mal mit. Was haben wir denn? Ölflasche. Bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Das kann nicht mehr gut sein. Nee, wirklich nicht. Nehmen wir trotzdem mal mit. Ich weiß zwar nicht, was wir damit anfangen können, aber... Vielleicht kann man jemand mit diesem ekelhaften Zeug vergiften. Ein Flakon. Dieser Flakon ist leer. Nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Können wir den mitnehmen? Was soll ich damit? Reines Leergut. Du kannst abgeben, kriegst du 25 Cent dafür. Ölmühle. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Mini. Machen wir sie halt voll mit Oliven. Wow, Flakon. Haben wir zweimal Olivenöl. Einmal in Flakon und einmal in der Flasche. Hier ist noch ein Bohnensack. Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Na, wahrscheinlich. Nehmen wir mit. Tür. Runter. Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Angriff! Alles kaputt macht eine Ölmühle. Ich bin tatsächlich ziemlich geladen. Aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Gut, haust halt die Metalltür ein. Oder das Glas der Metalltür. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Gut überzeugt. Jetzt sind wir hier oben. Hier gibt's nichts. Durchgehen. Alter, das Vieh, das macht mich übelst kirre mit seinen komischen Geräuschen. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Hallo! Siehst voll knuddelig aus. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Oh. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es
gab diverse Unfälle. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex-Appeal. Hoffnung. Ja, und Sex-Appeal, nicht wahr? Richtig, genau. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Naja. Ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Hm. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen? Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Haha. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Hm? Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Hm, nicht so wichtig. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Na gut. Nichts von dem, was du da faselst, ergibt irgendeinen Sinn. Ich weiß. Das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Hallo Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh. Oh, könntest du kurz, Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Das sieht man dir auch genauso an. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Boah, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Hm? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Übrigens habe ich da vorne unten links in der Ecke ein Schnabelchen gesehen. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat.
Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Schön. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Deponia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na, dann halt mich doch auf. Darf ich hier? Nein, ich darf immer noch nicht. Erstens hier. Vampirschnabel hier. Zweitens, ich darf immer noch nicht speichern. Das heißt, ich muss die Folge noch ein bisschen machen. Tu es nicht. Dann halt bei dir. Aua! Hey! Das tut weh! Das tut weh! Das ist mein Problem. Lass das! Nö. Stopp! Das ist ein Rohr. Nein! Doch. So! Jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht. Außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Tschüss. Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? Oh! Oh! Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Wahrscheinlich wollte er sie klonen. Aber... Das werden wir dann erst in der nächsten Folge mitkriegen, wenn es dann wieder heißt: Goodbye, Deponia. Bis dann, Freunde.